Hallo, ihr Helden da draußen. Mein Name ist Sandra und ihr seid heute bei einer Weltpremiere. Ja, richtig gehört, denn ich probiere heute live mit euch etwas aus und das nennt sich Holzverbindung à la Schlitz und Zapfen. Die Minute der Wahrheit. Passt es zusammen? Schlitz und Zapfen ist eine der einfachsten Holzverbindungen, die man machen kann. Ich persönlich habe es aber noch nie gemacht und möchte das heute mit euch direkt live ausprobieren. Doch wann benutzt man eine solche Verbindung? Letztendlich überall dort, wo man eine Art Rahmen hat. Im Möbelbau zum Beispiel bei Türen oder bei Tischen, bei Tischbeinen. Auch da benutzt man ganz gerne mal Schlitz und Zapfen. Aber wie man das heute wirklich macht, wie man daraus das da macht, das zeige ich euch heute. Ganz am Anfang steht natürlich Messen an und hier muss man wirklich sehr genau messen, damit wir hinterher auch eine super schöne Verbindung haben und nicht ewig viel schleifen müssen. Und das Ganze machen wir mit einem Anreißmaß. So, als erstes brauchen wir die Tiefe des Holzes. Das kann man hier relativ gut einstellen. Bedenkt hier bitte, ein kleines bisschen tiefer das Ganze zu stellen, damit nachher Pilz- und Zapfenverbindung nicht im Holz zu weit reinstehen. Jetzt haben wir die Tiefe des Holzes. Jetzt müssen wir unsere Schlitz und Zapfen anzeichnen. Dafür brauchen wir, wie tief ist das insgesamt und müssen das durch drei teilen. Ich habe hier in meinem Fall 30 mm, lässt sich super ausrechnen, und zwar 10 mm. Dafür nehmen wir jetzt wieder das Anreißmaß, stellen das auf 10 mm an und zeichnen das jeweils an. Die Stirnseite nicht vergessen. Kleiner Tipp von mir zum Thema Messen. Messen ist in diesem Fall sehr wichtig, denn erst dann wird es nachher auch richtig genau. Deshalb habe ich mir hier dieses Anreißmaß besorgt. Übrigens, alle Geräte, die wir heute verwenden, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber solltet ihr so ein Anreißmaß nicht haben, empfehle ich euch definitiv ein Streichmaß, weil so könnt ihr nämlich einmal euer Maß einstellen, festziehen und es genauso anzeichnen wie bei einem Anreißmaß. Natürlich geht auch der gute alte Zollstock, aber da seid bitte sehr, 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 sehr genau. Wir haben jetzt wunderbar unser Maß angerissen, aber richtig sehen können wir es noch nicht und deswegen zeichnen wir es jetzt nach, damit wir dann auch beim Sägen die genauen Linien haben und wir wissen, wo wir lang sägen müssen. Und das Ganze muss jetzt auch noch markiert werden, was sägen wir ab, was bleibt stehen. Und in diesem Fall entscheide ich mich, das kommt weg und auf dieser Seite natürlich dann die Mitte, die wegkommt. Und mein Tipp ist, markiert euch das auf beiden Seiten, denn manchmal dreht man das Werkstück und dann weiß man nicht mehr, was man wegsägen wollte. Jetzt geht es darum, das Ganze auszusägen, also hier unsere Schlitz- und Zapfenverbindung. Dafür könnte man eine Bandsäge nehmen, aber ich habe mich entschieden, wenn wir hier das Ganze schon das erste Mal und sowieso machen, ich möchte das mit Hand aussägen und dafür habe ich dieses wunderschöne Sägenset. Ich habe mich in diesem Fall für diese Säge entschieden und kommt mal ein kleines Stückchen dichter. Die Säge hat zwei verschiedene Zinken, einmal grob, einmal fein. Grobe Zinken für Längsschnitte. Feine Sägen für Querschnitte. Bevor es ans Sägen geht, noch ein Tipp von mir. Japan-Sägen sind grundsätzlich Zugsägen. Das heißt, nur wenn ihr zieht, sägen sie. Wenn ihr schiebt, sägen sie nicht. Und das sind keine Sägen, wo man Gewalt anwendet. Locker bleiben, sägen, damit das Sägeblatt sich nicht verschränkt.
Die Längsschnitte sind gemacht, jetzt kommen die Querschnitte und hier ein kleiner Hack von mir. Spannt euch das so ein, dass ihr einen Klotz dazwischen setzt und genau auf die Linie setzt, wo ihr sägen wollt. Denn so habt ihr jetzt gleich eine Führung und könnt exakt gerade sägen. Und jetzt dran denken, es ist jetzt eine Querverbindung. Jetzt nehmen wir die feine Seite der Säge. Die äußeren Zapfen sind jetzt weg. Bei dem zweiten Teil haben wir jetzt das Problem, dass der innere Zapfen weg muss. Ich habe was vorbereitet. Ich habe ein Brettchen auf einem Klötzchen mit einem Dingeling. Nein, ich habe mir das wieder so eingespannt, dass ich zum einen meinen Tisch gleich schone und auch mein Werkzeug. Habe wieder ein Klötzchen genau an die Linie angelegt. Und jetzt kommt ein Werkzeug, das ich gerne benutze, aber auch ein bisschen Angst vor habe. Und zwar diese wunderschönen Stechbeitel. Denn damit werden wir gleich den mittleren Steg rausnehmen. Thema Stechbeitel, zum einen, erstens verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung unsere Werkzeuge. Und gerade bei Stechbeiteln gibt es von bis, man kann echt eine Menge Geld ausgeben. Es gibt aber auch gute, günstige Varianten und die zeige ich euch unten in der Videobeschreibung. Die erste Hälfte ist fertig und damit ich jetzt von der anderen Seite gegenarbeiten kann, muss das Ganze natürlich umgedreht werden. Die Minute der Wahrheit. Passt es zusammen? Ich hoffe. Aber natürlich war der Profi am Werk und deswegen klappt das jetzt ja auch. Ein bisschen Spannung ist natürlich drauf. Das sollte auch sein, beziehungsweise ist nicht schlimm. So. So, also es passt auf jeden Fall schon mal. Die Verbindung ist hergestellt. Ich habe tatsächlich gedacht, da oben kommt jetzt jemand von der Empore. Deswegen musste ich hochgucken, weil ist euch nämlich aufgefallen, wir drehen hier heute in der Scheune. Das zweite Video, was hier gedreht wird, ich darf es wieder machen. Nein, kommen wir zurück zu unserer Verbindung. Also, es passt, es wackelt, es hat Luft. Hier vorne steht jetzt ein Zinken, Entschuldigung, Frosch im Hals, ein Zinken etwas über. Das ist aber per se nicht schlimm. Wichtig ist, dass diese Verbindung jetzt 90 Grad hat. Dafür haben wir natürlich auch einen Winkel und es passt, es passt, es passt, es passt. Perfekt. Jetzt geht es darum, nochmal die Außenkanten zu schleifen, damit nichts übersteht und dann haben wir es. Ein Meister würde jetzt an dieser Stelle einen Putzhobel nehmen, um diese kleinen Feinheiten auszubessern. Ich persönlich bin kein Meister, ich bin Anfänger. Deswegen habe ich mir einen Accenter geholt, und zwar den 18 Volt von Bosch. Vorteil hiervon ist, ich habe erstens ein Akkugerät, ich brauche keine Steckdose, denn wir haben hier noch keine. Und ich habe einen kleinen Staubsack dran, brauche auch keinen Staubsauger mit mir rumschleppen. Und klein und handlich ist er auch, weil, seien wir mal ehrlich, wenn das Gerät größer ist als das Werkstück, nicht gut. Fertig geschliffen, jetzt habe ich schöne, glatte, weiche Übergänge und an dieser Stelle sei erwähnt, wäre das jetzt ein echtes Werkstück, ein echtes Möbelstück, würde man die Verbindung natürlich verleimen, damit sie auch exakt sitzt und nicht mehr verrutscht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, meine erste Schlitz- und Zapfenverbindung. Ja, ich habe es mir etwas leicht gemacht, ich habe weiches Holz benutzt. Mit Eiche wäre es noch etwas schwerer gewesen, weil das Holz natürlich nicht so nachgiebig ist. Aber was heißt hier aber? Es ist noch nicht ganz perfekt, aber die Verbindung steht und ich glaube, ich brauche mich damit nicht verstecken und ich hoffe, ich habe euch gezeigt, wie leicht eine Schlitz- und Zapfenverbindung sein kann und ich hoffe natürlich, dass ihr das jetzt auch öfter mal benutzt. Habt ihr Kommentare dazu, wie ich das gemacht habe? Denn
ab damit und das Video. Wir lesen uns dort. Und ansonsten kann ich euch nur noch sagen, werde auch du der Held in deiner Werkstatt.